Der MuseTalk Musikmesse Report 2014 wird präsentiert von Olympus, smartes Mobile Recording für Musiker. Herzlich willkommen zu MuseTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Messecast von der Frankfurter Musikmesse 2014. Und heute bestätigt es sich wieder mal, im Keller finden immer die interessantesten Sachen statt. Und das ist auch hier auf der Messe so, denn unten in der 5.1, also unter der in der 5.0, unter der 5.1, da gibt es eine Vintage-Synthesizer-Ausstellung und ich werde euch mal ein bisschen so durchführen durch die Exponate hier. Dann haben wir hier den JD800, das war so einer der ersten Digital-Synthesizer, die man ernst nehmen konnte und musste. Man sieht es auch sehr schön, dass hier tatsächlich für jede Funktion noch ein eigener Regler am Start ist. Auch kein günstiges Gerät. Zum Roland ProMaß kann ich wenig sagen, habe ich auch selber nie eingesetzt, aber dafür haben wir hier gleich sofort einen absoluten Klassiker. Auch wieder ein Digital-Synthesizer, der es geschafft hat, zum Klassiker zu werden, wie der DX7, das ist der D50. Und da gab es zwei, drei Signature-Sounds, die hat man dann fast überall gehört. Hier ist der JX3P von Roland und als wir uns damals entschlossen haben, einen Synthesizer zu kaufen für unser kleines Studio, da war der gerade neu und er hatte was Sensationelles. Der hatte ein MIDI-Interface, auch MIDI genannt. Wir haben uns aber dann für den Korg Poly 61M entschieden, der noch kein MIDI hatte. JX8P ist im Prinzip ein Jupiter 8 mit digital kontrollierten Oszillatoren. Vom Sound her ähnlich wie der Jupiter 8, ein klein bisschen strammer, ein bisschen härterer Sound. Hier geht's weiter ähnlich, Super JX10. Korg hatte auch einen Synthi, einen schönen digitalen Synthesizer. Ist interessant, hätte ich nie gedacht damals, dass diese Geräte DW8000 oder Poly 800 mal in einer Vintage-Ausstellung stattfinden würden. Und der Monopoly, das war auch ein extrem günstiger polyphoner Synthesizer für die damalige Zeit. Wenn ich mich recht erinnere, vierstimmig oder eben Mono, dann vier Stimmen übereinander. Der Kollege hier steht vor dem Pro One, einstimmiger Minimu-Konkurrent von Sequential Circuits. Und dann kommen hier noch so ein paar Yamaha-Schüsseln, die damals ja am Markt waren, aber eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit erregt haben. So, und jetzt kommt hier noch ein richtig schönes Schätzchen, mit dem ich tatsächlich einige Tracks gemacht habe. Das ist der DMX Oberheim Drum Computer. Zwei Sachen muss man wissen. Da kann man keine eigenen Sounds reinsamplen oder so. Aber man kann E-Proms, das sind so kleine Speicherchips, und zwar für jeden Sound einzeln hier reinstecken. Dann gab es ein paar findige Leute, die haben sich einen E-Prom-Brenner gekauft, Sounds kopiert. Also da mal einfach eine Bassdrum-Sound zu wechseln, nicht ganz so einfach. Hinten haben wir dann meistens haben wir den Deckel aufgemacht, weil man die Sachen in Tune konnte, die Drums in Tune. Synchronisation mit einer Bandmaschine nicht ganz so einfach. Da hatten die einen eigenen Sync-Ton. Das war sehr, sehr unzuverlässig. Da haben wir uns damit rumgeschlagen. Jetzt kommen wir mal hier zu einer Geschichte. Da habe ich immer von geträumt, aber konnte ihn mir nie leisten. Das war der EMU 2 Plus mit zwei Diskettenlaufwerken. Ein achtstimmiger 13-Bit, irgendwie 12-Bit, 13-Bit Äquivalent, denn es ist in Wirklichkeit ein Sampler, der mit 8-Bit die Samples speichert, hat aber so eine Art Kompression eingebaut, sodass man da immer von 12 bis 14-Bit Äquivalent geredet hat. Aber ist natürlich der absolute Klassiker. Das war der erste große kommerzielle Sampler. Lag so um die 20.000, 25.000 Mark. So, und hier wird an einem Moog-ähnlichen
Ja, wenn ich jetzt die Brille aufgesetzt hätte, hätte ich jetzt lesen können, was da drauf steht. Was steht da drauf? Das ist Marienberg Devices Germany, Synthesizer-Manufaktur. Marienberg Devices Germany und wir sind eine Synthesizer-Manufaktur. Eine Synthesizer-Manufaktur, da bin ich ja froh, dass ich hier noch in den Keller gekommen bin. Jetzt erklär doch mal, was ist das hier? Das ist ein Modularsystem, was wir ungefähr begonnen haben vor 15 Jahren zu entwickeln. Seit 3 Jahren sind wir in der Fertigung drin. Und momentan demonstrieren wir lineare FM mit unseren Oszillatoren, High-End-Oszillatoren, die bis 20 kHz extrem linear sind. Und was gerade gehört wird, ist eben diese lineare FM. Zum Beweis, dass es nicht der DX7 ist. Hier ist erstmal Volumen, alles komplett runter. Und dann. Also es ist lineare FM, man kann auch wirklich auf der Tastatur spielen. Momentan ist der Sequenzer dran. Wenn wir jetzt mal das Gate-Out hier abziehen, kurz mal ein bisschen, oh Gott, ein bisschen verstöpseln die ganze Sache. Hier mal ein etwas längeres Kabel nehmen. Tobias, hast du mal ein längeres Kabel? Lass mich mal stöpseln hier. Also für einen Laien sieht das sehr aus wie ein Moog-System, so ähnlich, jedenfalls auf jeden Fall vom Formfaktor her. Ne? Was, ich habe nämlich immer folgendes Problem, es gibt ja noch so eine, man nennt das das Eurorex-System und ist auch super, ist ja klein und kompakt und auch relativ günstig. Ich habe aber leider lange Finger und da immer Schwierigkeiten und dann wenig Spaß dabei, wenn ich dann hier so mich zwischen die Regler quetschen muss. Das ist ja hier wirklich ganz anders, das ist ja richtig, sagen wir mal, Die Haptik ist hier völlig anders. Ja. Und das ist auch der Grund, wieso wir uns für das Format entschieden haben. Es ist ganz einfach ein ganz anderes Reingreifen. Man kann wirklich hier Strippen ziehen und regeln und braucht keine Angst zu haben, da irgendwelche andere Regler zu verstellen. Und außerdem ist es ganz einfach vom Äußeren imposanter. Genau. Und noch billiger als die A100-Serie wahrscheinlich, wa? Noch preiswerter kriegen wir es wahrscheinlich nicht hin. Wir sind genau in dem entgegengesetzten Bereich angesiedelt. Also wir bieten sehr, sehr teure Module an, allerdings mit einer Präzision, die so andere nicht erreichen. Und das eben gerade mit der Linear-FM, das war ja das perfekte Beispiel. Wie gesagt, es gibt nur unsere Oszillatoren, so viel wir wissen, die bis 20 kHz so linear sind, dass man über 10 Oktaven wirklich lineare FM bereitstellen kann. Was kostet denn jetzt, was ich jetzt hier sehe, komplett? Das ist schwer zu sagen. Das System ist jetzt für die Messe zusammengestellt worden, aber ich schätze mal, das müsste so zwischen 7.000 und 8.000 Euro kosten. Okay. Einstimmig. Einstimmig, je nach Patch, was man wählt. Dazu haben wir natürlich unseren Four-Voice Polyphonic MIDI Converter. Der ist zum Beispiel in der Lage, als vierfach Mono Interface MIDI zu CV Interface zu fungieren. Aber er ist auch in der Lage, vierstimmig Polyphon zu spielen. Da muss man natürlich bei einer vierfachen Stimmigkeit, muss man natürlich auch jeweils ein komplettes Bar haben. Bestehend minimal natürlich als ein VCO, ein Filter, ein VCA und minimal einer Hüllkurve, 2 wären schon besser. Aber wenn man dafür 4 Stränge hat, dann ist es wirklich möglich, das System vierstimmig Polyphon zu fahren. Wird aber klanglich natürlich in dem Bereich nicht sehr viel hergeben, weil gerade Sync-Sounds, FM-Sounds, also das, was wirklich anfängt interessant zu klingen, ist natürlich pro Stimme nur mit einem Oszillator-Paar möglich. Was ihr noch braucht, sind so ein paar Blindmodule, weil der Keith Emerson, ne, der hat ja dann irgendwann auch die Schnauze voll gehabt und dann haben sie nur noch die Panels dahingestellt, ne, und er hat sein Yamaha gespielt. Ja, klar. Der soll ja auch die Minimoogs speicherbar gemacht haben, indem er, ich glaube, 6 oder 8 davon gehabt hat und er mit Klebeband alles festgelebt hat und dann hat er die Dinger nur noch wahlweise gespielt. Es ist eben
unserer Meinung nach vom Vorteil, dass ein Modularsystem nicht speicherbar ist, weil wir haben die Erfahrung gemacht, als die ersten Speicherbaren rauskamen, ging natürlich die klangliche Kreativität sehr, ich glaube ja auch, dass man, wenn man sich für sowas interessiert, auch einen ganz anderen Fokus hat. Ja. Man will irgendwie experimentieren, man möchte auch wirklich sowas Großes vor sich haben. Also das ist, ne, also wenn der eine macht es mit dem iPad, der wird dann nicht hierfür zu begeistern sein und umgekehrt. Also hier ist es ganz wichtig, man muss den einmal erstellten Sound wirklich benutzen in einer Aufnahme, weil man kann ihn nicht mehr hundertprozentig reproduzieren. Und durch diese erzwungene Kreativität wird natürlich jedes Stück, was man komponiert, zwangsweise anders klingen als das vorhergehende. Und ich habe meine 20 Lieblingspresets und die verwende ich jetzt nun bis ans Ende meines Lebens. Das Verfahren, das ist mit dem System natürlich unmöglich. Also wir haben damals mal, ich hatte eine Band, da haben wir MS-20, SQ-10. Mhm. Und da war das genau das gleiche Problem. Wir waren im Studio, wollten wir das reproduzieren, da kam natürlich wieder was ganz anderes raus, sodass wir dann für live immer einen Kassettenrekorder dabei hatten. Der hat die Hauptsequenz abgespielt. Mhm. Da sind wir rausgegangen aus dem zweiten Audio raus, in den Sync-In wieder, dann den wieder getriggert, sodass wir dann den wieder mitlaufen lassen konnten. Anders war das gar nicht möglich, das kannst du ja gar nicht. Nie wieder, never the same sound twice. Tja, bei uns war es fast ähnlich. Also ich habe damit angefangen, zwei Kassettenrekorder, eine Aufnahme zu machen, das andere als Wiedergabeteil, das zweite dann wieder zurück, die Kassette, und dann den zweiten Track dazu. Ich weiß nicht, da muss ich 15, 16 gewesen sein, aber jetzt bin ich 41, man wird älter, die Ansprüche, die werden natürlich steigen. Genau. Ja, cool. Ja, super. Dann nehme ich mir mal hier eine Karte mit und dann schicke ich dir eine E-Mail, wenn wir das ins Netz gestellt haben. Gut. Das ist ein Plan, ne? Oder? Super. Danke. Gerne. So, und jetzt geht's hier weiter. Jetzt kommt hier ein System. Das ist, ich sage das so immer, das ist vom deutschen Robert Moog, nämlich von Wolfgang Palm, Palm Products Germany. Und das war hier im Prinzip der Renner. Das war ein digitaler Synthesizer mit analoger Verstärker- und Filtereinheit. Thomas Dolby ist berühmt dafür, viele Sachen von Propaganda wurden auch damit gemacht, Frankie Goes to Hollywood, also so ein richtiges 80er Jahre Musiksystem. Hier haben wir hier noch so eine, das sieht schön, sieht ja fast auch so Industriedesign-mäßig. Den PPG Wave 2.2 gibt es ja mittlerweile auch als Plugin. Hier haben wir den Moog Prodigy, Micro Preset Korg. Jetzt gehen wir nochmal schnell hier rüber, ob wir hier noch ein Highlight finden. Yo! Hier haben wir noch was gefunden. Korg MS-50 von der MS-Serie, habe ich auch mal besessen. Ist im Gegensatz zum MS-20 voll modular, da kommt also gar nichts raus und hat dieses wunderbare geile Voltmeter, wo man mal gucken kann, was denn da aus der Strippe so rauskommt. Macht einen unheimlichen, punchigen, aggressiven, fetten Sound. Wir haben damit unsere Bassdrums selber gemacht. Hier haben wir den MS-20, okay, den gibt es ja mittlerweile auch wieder neu. Und dann gucken wir mal hier, Korg Poly 6. Und hier haben wir noch den Arp Odyssey. Den werden wir ja in Kürze auch wieder in der Neuauflage nachgebaut von Korg sehen. Jo! Und hier noch ein PPG, auch einer der allerersten von Wolfgang Palm. Ja, muss ich mal sagen, bin ich froh, dass ich hier noch in den Keller gegangen bin, ehrlich gesagt, und mal hier in der Synthesizer-Vintage-Ecke ein bisschen rumschuppern durfte.